Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Video von The Cruise Vibes. Heute Tag 5 an Bord der Excellence Princess und den verbringen wir in Wien, werden dann erst am Abend ablegen und dann wieder donauaufwärts fahren. Unseren Fahrtverlauf seht ihr dann hier auch auf der Karte. Am heutigen Tag war ich viel mit der Bahn unterwegs. Dazu wird es eigene Videos geben, deswegen ist dieses Video hier ein bisschen stückig. Wir starten also am frühen Morgen nach dem Frühstück und sind erstmal zu Fuß unterwegs an anderen Schiffen vorbei. Hier zum Beispiel Avalanche-Schiffen. Laufe ich jetzt ein gutes Stück direkt an der Donau und lang. Hier kann man wunderschön laufen. Habe hier sogar einen Hasen oder ein Kaninchen gesehen. Direkt am Ufer hat sich von mir gar nicht stören lassen. Natürlich einen gewissen Abstand gehalten. Da hatte es sich aber überhaupt nicht von stören lassen. Ja, und dann bin ich hier dann mit Bus und Bahn unterwegs gewesen. Gegen Mittag dann wieder zurückgekommen hier auf Höhe der Kirche St. Franziskus von Assisi und dann nach dem Mittagessen dann noch einmal aufgebrochen, wieder in die Stadt hinein und diesmal war mein Ziel dann das Café Gerstner. Das Café Gerstner ist mein Lieblingsort in Wien, das ist nämlich eine wunderbare Alternative zum Café Sacher. Gerade im Sommer sieht man da nämlich sehr gerne mal ewig lange Schlangen draußen anstehen, um da einen Platz im Café Sacher zu bekommen und schräg gegenüber ist das Café Gerstner, was sowieso viel schöner ist. Weil schaut euch gleich mal an, wie das hier drinnen aussieht. Wichtig ist, ihr müsst ganz nach oben fahren mit dem Fahrstuhl und dann kommt ihr hier in diese Location. Ja, wirklich wie in einem Schloss, traumhaft schön und hier kann man genauso gut Kaffee trinken, man kann hier leckere Getränke genießen und vor allen Dingen kann man auch hier Sachertorte essen und die ist auch wirklich sehr, sehr lecker. Also das ist meine Empfehlung, ist natürlich auch nicht günstig, aber definitiv nicht teurer als das Café Sacher. Und vor allen Dingen, ihr müsst nicht anstehen, ihr könnt einfach vorbeikommen. Bisher hat es bei mir auch immer ohne irgendeine Reservierung geklappt. Ja, und ihr seht schon, wie traumhaft schön diese Location hier wirklich ist. Also das ist mein kleiner Geheimtipp für Wien. So geheim ist er auch nicht, aber meine Empfehlung, bevor ihr euch da beim Café Sacher anstellt, weil ihr mal die Sachertorte probieren wollt, lasst das mal die Touristen machen und ihr geht einfach schräg gegenüber. Seht ihr auch schon, die anderen Etagen, die sind auch schön, aber eben nicht so schön. Deswegen auf jeden Fall bis ganz hoch die oberste Etage fahren. Ja, und danach ging es dann wieder zurück zur Excellence Princess. Hier sehen wir dieses wunderschöne Schiff noch einmal. Und dann geht es wieder an Bord. Jetzt heißt es dann auch gleich schon Abschied nehmen von Wien. Wir werden auslaufen. Da werden wir gleich noch einige Schiffe sehen können. Davor gab es erstmal einen Willkommen-Zurück-Drink. Und hier geht es jetzt auch schon los. Und jetzt werden wir hier erstmal beim Auslaufen die ganzen Kreuzfahrtschiffe beobachten, die hier unterwegs sind. Da haben wir erstmal zwei von Avalon, also hauptsächlich auf dem amerikanischen Markt unterwegs. Hier nochmal einen Blick zurück. Da haben wir unseren Liegeplatz, den wir gerade verlassen haben. Und hier haben wir einmal MS Ariana von Phoenix Reisen im Gegenverkehr. Kleineres Schiff mit 110 Meter Länge. Aber trotzdem hauptsächlich auf der Donau unterwegs, wo dieser Vorteil von 110 Metern gar nicht so sehr zum Tragen kommt, wie jetzt zum Beispiel auf der Mosel, wo Schiffe mit einer Länge von 110 Metern wirklich einen großen Vorteil haben. Hier auf der Donau ist man auch mit den 135 Meter Schiffen gut unterwegs und hier haben wir eine ganz besondere Begegnung, nämlich die Excellence Empress, das Schiff, auf dem ich auch schon einmal unterwegs war im letzten Jahr und natürlich ein Schwesterschiff meiner Princess, das neueste Schiff der Excellence Flotte. Ja, wir haben hier quasi die Liegeplätze im fliegenden Wechsel getauscht. Immer wieder eine schöne Sache, wenn sich Flottenschwestern begegnen. Hier passieren wir sie gerade. Die Empress ist ja auch ein wunderschönes Schiff. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne mal an. Im Innenraum doch ganz anders gestaltet als die Princess. Natürlich vom Grundaufbau her gleich, aber doch ganz andere Farben und ein anderer Stil. Aber auch ein wunderschönes Schiff. Ja, ihr seht schon, sie fängt schon an zu drehen und wird jetzt hier gleich unseren Liegeplatz von gerade einnehmen, während wir jetzt eben wieder Donau aufwärts fahren. Hier diese Gebäude, das ist tatsächlich eine Schule auf einem Schiff, auch etwas ganz Besonderes. Hier haben wir die Prinzessin Isabella, ein etwas älteres Schiff, auch von Phoenix Reisen, auch ausschließlich auf der Donau unterwegs, zumindest noch dieses Jahr bei Phoenix Reisen, nächstes Jahr, so wie ich das mitbekommen habe, dann bei DCS Touristik, ehemaliges Grand Circle Schiff. Und hier haben wir auch noch ein wunderschönes Schiff, die Swiss Crown. Auf der Swiss Crown war ich ja auch vor kurzem, letztes Jahr im Dezember, mit Reise Jung. Auch da gibt es zwei Videos zu, einen Schiffsrundgang und einen Vlog.
Schaut es euch also auch gerne mal an. Die Swiss Crown, wie ich finde, auch ein wunderschönes Schiff. Die Swiss Crown gehört zur Flotte von Scylla und ist eben bei verschiedenen Charterern im Einsatz. Ja, und dann ging es hier bei uns an Bord mit einem Abschiedsabend weiter. Das heißt, es gab erstmal den Abschiedscocktail. Es ist noch nicht der letzte Tag, aber der vorletzte. Und es ist ja häufig so, dass man den Abschiedsabend schon am vorletzten Abend feiert, weil es da einfach ein bisschen entspannter ist als am letzten Abend, wo dann alle schon am Kofferpacken sind. Hier haben wir noch ein paar weitere Schiffe im Gegenverkehr. Auf der Donau sind bei vielen Veranstaltern die Fahrpläne sehr ähnlich. Ja, deswegen kamen uns jetzt einige Schiffe entgegen. Und hier haben wir jetzt einen traumhaften Sonnenuntergang. Den habe ich mir dann tatsächlich noch von vorne angeschaut, vom Außendeck. Noch kurz gewartet, bevor es ins Restaurant ging. Und da gab es dann natürlich erstmal wieder einen kleinen Gruß aus der Küche und dann dieses wunderbare Dinner, wie immer extrem lecker, also wirklich grandios. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber das Essen hier an Bord war wirklich fantastisch, hat mir extrem gut gefallen. Ihr seht es ja auch hier jetzt als Gala-Dinner noch mit extra Gängen und natürlich wieder alles extremst lecker. Ja, das war dann nochmal der kulinarische Abschluss des Tages und in den nächsten Videos geht es dann erstmal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch Wien, also wieder ein paar Bahnvideos, bevor dann noch der letzte Teil hier von Bord der Excellence Princess kommen wird. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich sehr über Likes, Kommentare, Abos oder einen geteilten Link freuen. Und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen werden.